He's a nice guy. not very nice. No, he's a nice guy. He welcomes everyone when he first came. So that's the main thing. He's on good vibes. That's the main thing as well. Merci. Okay. Dortmund hat viel Fans, viel auch Mitglieder, glaube ich, enorm viel. Nummer 3 in der Welt, glaube ich, Mitglieder. Richtig. Und das ist schon etwas. Aber ich muss die Spieler kennenlernen, weil ich bin da seit nur zwei Wochen haben wir angefangen. Und deshalb das ist wichtig, dass ich persönlich die Spieler kenne und nicht nur als Mensch, auch auf dem Platz, das ist wichtig. Deshalb machen wir sehr oft, so oft wie möglich, 2 Einheiten pro Tag. Und das ist das Wichtigste. Wir sind in die Vorbereitung hier. Wir sind in die Vorbereitung, das ist das Wichtigste. Und in die Vorbereitung, du musst auch die Spieler kennenlernen. Das ist sehr, sehr wichtig, was sie können, was sie haben am besten, so und so weiter. Na, everyone likes USA, obviously. It's famous for obviously NFL, all things like that, and it's a bit different to have soccer in the US as well. So it's good for the other fans that don't really watch soccer to come and watch. It's something different and new. So I think it'll be good for everyone that comes and watches. And also, it's just the weather is different as well. In Germany, it's a lot of rain. Obviously, it's hot over here, so it's nice to play football in some sun. It's not guaranteed because everyone's a good player in this club, so I just have to keep on working hard and keep on showing the boss what I have. And obviously, if I'm lucky enough, then I can show what I can do on the pitch. Wir wissen noch nicht. Wir sprechen kontinuierlich. Wir haben heute Morgen nach dem Training gesprochen. Wir werden heute Abend wieder sprechen, ob es möglich ist, dass sie 20, 30 Minuten machen. Das ist nicht sicher, weil wir wollen kein Risiko nehmen. Ich trainiere seit, wann sind sie gekommen? Freitag. Und das macht nicht viel. Ne? Nach 3 Wochen Pause. Und wir sind Freitag, wir sind nur Dienstag. Und müssen aufpassen. Das Wichtigste, dass wir keine Verletzung haben. Man kennt die Qualität von Christian und man hat auch gesehen gegen Manchester City, auch er provoziert einen Penalty und gegen Liverpool auch und macht ein zweites Tor, super Tor, er provoziert auch das dritte Tor und das macht viel. Er ist trotzdem noch sehr, sehr jung, hat viel vor, er hat ein Potenzial noch sich zu verbessern. Das ist ganz normal mit 21 Jahren alt. Noch nicht, glaube ich, noch nicht. Ja. Und deshalb, er muss weiter so. Und nachher, wir werden sehen. Ja, momentan ist er leider verletzt, aber er war verletzt für die letzte Spiel oder vorletzte Spiel. Ja. Und momentan er trainiert nicht, aber man kennt natürlich Christian Weigel und ich auch ihn kenne. Christian Weigel ist klar ein Nummer 6. Er kann auch 8 spielen, er kann auch 4-2-3-1 spielen. Er hat das gemacht vor 3 Jahren schon, aber am besten ist er Nummer 6. Momentan nicht mit Gesprächen, nicht viel, weil wir haben immer 2 Einheiten fast und so und viel zu tun dazwischen go und ist kein Problem, aber wir sehen das auf dem Platz und peu à peu wir sehen, wo die Spieler am meisten ihre beste Position ist und so, ja, es geht und zum Beispiel hat Brun Larsen Stürmer einmal gespielt, das ist gut, mit 19 Jahren alt. Ich
denke, die Position zu wechseln, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und wir sehen, es ist für ihn auf einer Seite ein wenig besser, finde ich. Aber trotzdem finde ich gut, dass die Spieler können probieren, mehrere Positionen, und werden das in die Zukunft noch intensivieren, können wir sagen. Manchmal die Mittelfeld spielen Abwehr, manchmal die Abwehr spielt im Mittelfeld und so weiter. Das ist zu verbessern. Die Mittelfeld müssen sich vorstellen, was die Abwehrspieler müssen machen und so weiter. Wir haben uns entschieden für Hakimi. Das ist eine Leihweise von Real Madrid für 2 Jahre. Er hat manchmal auch bei Real Madrid gespielt, und wir suchten einen Verteidiger, der kann rechts und oder auch links spielen. Das ist auch nicht unwichtig. Natürlich, er ist auch extrem jung, 19, ein Jahr mehr als Jadon zum Beispiel, und er hat klar auch viel zu tun und viel zu lernen, das ist klar. Er hat schon ein Potenzial, aber er hat viel, viel zu lernen. First met him when I first came, he welcomed me, him and Pulisic, because obviously because we're young, we all want to be with each other. And I think Alex is a very good player. We link up very well in the youth. When I first came, I played against Madrid. I set him up, yeah, it was very good. Also, Alex has a lot of good strengths, and I think he'll progress at this club. But it's all about, if he keeps on working hard, then obviously the coach could see it and probably play him. So yeah, we see what happens. Er ist noch ein sehr, sehr junger Spieler. Er braucht Zeit. Ich erinnere mich, als ich 19 war, man denkt so, und dann braucht es ein wenig Zeit, sich zu adaptieren. Und normal, das ist ein Prozess, der kann dauern. Sie werden wahrscheinlich einen Teil des Trainings machen. Sie hatten 3 Wochen Ferien. Und natürlich, Guerrero ist gestern gekommen, weil er war mit Portugal früher raus, können wir das sagen, nachher Delaney, mit Dänemark, und nachher Kagawa und logisch die Schweizer, die waren 2-3 Tage nachher raus. Und ja, wir werden sehen, ob es möglich ist, sofort möglich, diese Spieler sofort zu integrieren mit im Training, oder sie machen einen Teil, sie machen 50% und nachher sie müssen raus, weil es kann gefährlich sein, und wir müssen aufpassen mit den Verletzungen.